Kein Denkmal scheint die Gemüter so zu erregen, wie das monumentale Bismarck-Denkmal im Hamburger Elbpark. Die hochemotional geführte Debatte, die sich äußerlich an der Größe des Denkmals, inhaltlich an der Politik und Persönlichkeit Bismarcks stört und abarbeitet, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Schuldkultpropaganda, die die eigene Geschichte und Tradition als moralisch problematisch bewertet, unschädlich und zersetzen will und keine natürlichen bzw. positiven Identifikationsangebote anbietet. Dass jede historische Gestalt Licht und Schatten besitzt und kaum mehr mit den aufgesetzten, hypermoralischen Kriterien einer grün-rot-woken, internationalistischen und antideutschen Gutmenschgesellschaft zu tun hat, versteht sich von selbst. Ein von der Stiftung Historische Museen Hamburg geförderter Ideenwettbewerb mit dem Namen Bismarck Neudenken zeigt das ganze Ausmaß einer dekadent gestörten, schuldkultüberfrachteten, völlig verunsicherten und identitätslosen Erinnerungskultur, die wohl außerhalb von Deutschland beispiellos ist. Wenngleich die vor allem von Migranten-Lobbyverbänden geförderte Denkmalsturmbewegung von Black Lives Matter auch in anderen Ländern wütet. Das Spektrum der Ideen des Wettbewerbs zielt vor allem darauf ab, die sogenannten Kolonialverbrechen Bismarcks zu brandmarken und zu sühnen. So wird Bismarck dann gern auch verkitscht mit Träne gezeigt, was lächerlich ist und das sicherlich passierte, individuelle Leid von Opfern bagatellisiert. Das Hauptproblem ist hier nur wieder die Fokussierung auf die negativen Aspekte des Kolonialismus, das Schaffen von wirtschaftlicher Infrastruktur, Christianisierung und Zivilisierung als positive Aspekte, lässt man natürlich außen vor. Abgesehen davon hatte das Deutsche Reich, im Gegensatz zu England und Frankreich, kaum Kolonien. Hitler reicht nicht, ein weiterer Schuld- und Knebelkult muss installiert werden. Passend dazu die Idee der Gruppe Lampedusa. Es gibt einen großen Wunsch, Bismarck endlich auf Augenhöhe zu begegnen. Ein unfreiwilliges, hilfloses Eingeständnis, wie bedeutend Bismarck ist und war. Versuche, ihn lächerlich zu machen und zu diskreditieren, fallen auf die Ideengeber selbst zurück und wirken nur noch peinlich in ihrer amerikanisiert-kapitalistischen Pop-Art-Bubblegum-Welt. Herr, lass Hirn regnen. Ideen, die mehr über den Urheber aussagen. Im Folgenden ein sehr bezeichnender Gutmensch-Kommentar zum kulturpolitischen Dilemma der Bundesrepublik und ein paar weitere Videos zur Verunglimpfung des Denkmals. Gute Besserung weiterhin. Wir brauchen einen neuen Blick auf den Bismarck. Nach der Sanierung muss eine andere Botschaft von diesem Koloss ausgehen als bisher. Natürlich gehört das Denkmal zur Geschichte unserer Stadt. Aber das Hamburg, für das es steht, das gibt es nicht mehr. Wir wollen heute doch demokratisch, freundlich und weltoffen sein. Dieses Denkmal entstand, als Deutschland rassistisch, kolonialistisch und kriegerisch war. Und es sendet genau diese Botschaft. Dieser Riesen-Bismarck ist ja keine pittoreske Parkdeko. Nein, dieses Ding gehört zur Silhouette der Stadt. Es ist das größte Bismarck-Denkmal der Welt. Wir müssen heute feststellen, Bismarck war nicht der übermenschliche Held, der immer noch mit Schwert in der Hand den Hamburger Hafen zu bewachen vorgibt. Wir haben heute ein anderes Bismarck-Bild als im Jahr 1906, als das Denkmal eingeweiht wurde. Und wir haben heute einen ganz anderen Blick auf unser Zusammenleben. Es gibt Vorschläge, das Denkmal abzureißen, es langsam zur Ruine werden zu lassen oder den Kopf abzumontieren. Ich halte nicht viel von einem solchen Bildersturm. Man könnte ihn stattdessen verpacken, wie bei Christo. Man könnte ihn schiefstellen, wie in Pisa. Vor 5 Jahren gab es schon mal ein wunderbares Kunstprojekt im Rahmen des Architektursommers. Eine Steinbockfigur saß monatelang auf Bismarcks Kopf wie auf einem Berg. Der heilige Ernst dieser übermenschlichen Statue wurde gebrochen. Der XXL Bismarck wurde so zum Witz. Irritieren, ohne zu zerstören, darum muss es gehen. Man schaut dann hin und man kommt ins Gespräch. Und wir müssen als Hamburgerinnen und als Hamburger im Gespräch über unsere Geschichte bleiben. Auch darüber, dass unsere Stadt reich geworden ist, auch mit dem Leid anderer. Bismarck und sein Denkmal sind Hamburgs Geschichte. Ja, aber an einem solch riesengroßen Denkmal soll man auch sehen dürfen, dass wir uns unsere Gegenwart und Zukunft anders vorstellen. Und dann kommt er, der Besucher aus Wien.
Ein 180 Kilo schwerer Steinbock. Er soll gleich auf Bismarcks Kopf Platz nehmen. Die Genehmigung dafür waren die aufwendigsten Teile des Kunstprojekts. Der Steinbock, von dem gibt es einen Grundriss, von dem gibt es einen Schnitt, von dem gibt es eine Windlastberechnung von einem Statiker, die wirklich 40 Seiten lang ist, wo wirklich sozusagen jede Oberfläche vom Steinbock auf Windlast hin geprüft worden ist, ganz klar. Weil wenn das Ding runterkommt, dann möchte ich nicht drunter stehen. Also es sollte nicht genau auf der Achse sitzen, sondern ein bisschen aus der Achse raus, weil sonst wird das sozusagen so zu. Der Kopf soll jetzt wieder Richtung Dom ein Stück. Ich glaube, jetzt ist es besser. Ja, so ist gut. Die Künstler nehmen mit ihrem Projekt den überdimensionierten Personenkult auf die Schippe. Bismarck als Berg im totalen Flachland. Ne? Ja, und damit hat der Steinbock wohl den perfekten Lebensraum gefunden. Und das mitten in unserer Stadt. Die 9 Millionen teure Restaurierung ist in den Endzügen. Bismarck blickt weiterhin standhaft elbabwärts. Dabei ist das monumentale 34 Meter hohe Denkmal schon lange Stein des Anstoßes. Vor allem wegen Bismarcks Kolonialpolitik. Während 2020 weltweit Denkmäler von den Sockeln geholt wurden, begann Hamburg mit Workshops, Diskussionsrunden und einem Wettbewerb die Suche nach einem anderen Umgang. Also es ist ein sehr intensives Verfahren gewesen, das wir hier gewählt haben, weil wir einfach gemerkt haben, dieses monumentale Denkmal, das hier jahrzehntelang in der Stadt rumstand, bedarf einer sehr intensiven Auseinandersetzung. Ein Wettbewerb sollte das schaffen. Die Entwürfe sind ab heute im Museum für Hamburgische Geschichte zu sehen. 78 Künstler und Künstlerinnen haben sich Gedanken gemacht, wie man das Bismarck-Denkmal neu und kritisch denken könnte. Von verspielt bis ernsthaft. Trotz Nachbesserung erfüllte am Ende keine der Arbeiten die komplexen Anforderungen. Auch weil das Bauwerk unter Denkmalschutz steht und nicht verändert werden darf. Eine unlösbare Aufgabe fand die Jury und verteilte die Preisgelder zu gleichen Teilen. Wie gehen wir damit um, wenn der Denkmalschutz koloniale Erinnerungsensembles perpetuiert? Dann muss man den Denkmalschutz dekolonisieren. Vielleicht wäre das die Debatte, die man führen muss. Trotzdem findet Jurymitglied und Historiker Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg den Wettbewerb und die Auseinandersetzung wichtig. Die Opposition dagegen spricht von Geldverschwendung. Das Problem ist ja nicht, dass ein Wettbewerb stattgefunden ist, sondern dass dieser Wettbewerb ergebnislos geblieben ist. Und das ist halt schon frustrierend und es ist sehr viel Geld ausgegeben worden, weil das Geld ist ja ausgekehrt worden an alle, die mitgemacht haben und man hat trotzdem kein Ergebnis. Und die Frage ist, hätte man das, was man erreichen wollte, nicht auch anders erreichen können? Auf jeden Fall werden wir auch mit der Figur Bismarck uns weiter beschäftigen müssen. Die Auseinandersetzung mit dem Denkmal geht weiter. In einem nächsten Schritt sollen Schülerinnen und Schüler Ideen sammeln. Dort hinten thront Bismarck 625 Tonnen schwer. Künstlerin Hanni-Marie Jokinen kämpft seit Jahren gegen solche Kolonialdenkmäler. Huldigungen seien nicht mehr zeitgemäß und vor allem, es fehle jede Kritik. Es geht aber darum, mit welchen Erinnerungen und mit welchen Denkmälern wir uns in unseren Stadträumen umgeben wollen. Christoph Schäfer saß in der Jury für die Umgestaltung des Denkmals. Ob kritische Infotafeln, ein Kletterpark bis hoch zum Kopf oder eine moderne Überbauung, zeitgemäßes Erinnern dürfe auch ein Störgefühl erzeugen. Das kann sein, dass man dem was gleich Großes oder Größeres gegenüberstellt, daneben stellt, drüber stellt, drumherum stellt. Es kann subversiv sein, es kann das mit Humor unterlaufen. Künstlerin Jokinen wollte Bismarck mit kritischen Gedichten zutexten, wie sie ihren Entwurf nennt. Lyrik, bewusst von Menschen aus den ehemaligen Kolonialgebieten, sollen den Kanzlerkörper überziehen. Wem soll ich verkaufen mein Leben in diesem Himmel aus Jasmin? Dennoch, so entschied die Jury, wurde kein Entwurf der Aufgabe gerecht. Bismarck sei einfach zu vielschichtig. Man wolle jetzt noch einmal neu inhaltlich recherchieren. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass aus 78 Entwürfen keiner so gepasst hat. Das Ringen um den Bismarck von der Elbe geht weiter. Zumindest wurde das Denkmal gerade für ein paar Millionen Euro gesichert und gesäubert.